Moin, moin und herzlich willkommen zur nächsten Lesung des wundervollen Buches Herrscher des Bösen. Nützliches Wissen über Herrschaftsstrukturen. Heute, am 16. Juni 2019, ist das die erste Postveröffentlichungssendung oder Lesung dieses Buches. Was heißt das? Das heißt, dass heute Morgen das Video veröffentlicht wurde mit einer Weltpremiere, dass das Buch Herrscher des Bösen einem jeden gratis im Internet zur Verfügung steht, weil ich gestern mit Viktor ein Video darüber aufgenommen habe und gestern Abend oder heute Abend, wir sind ja noch am Sonntag, am Tage davon, bereits das Buch auf archive.org hochgeladen habe und ein Video produziert habe, um das den Leuten kennbar zu machen. Und deswegen möchte ich auch heute, vor die Lesung beginnt, ganz herzlich erstmal den Bruder Viktor begrüßen, der endlich eine Last von seinen Schultern abgelegt hat und durch akribische Feinarbeit dafür gesorgt hat und Kleinarbeit dafür gesorgt hat, dass das Buch uns allen jetzt gratis im Internet zur Verfügung steht. Ich weiß nicht, ob die anwesenden Zuschauer auf Skype vielleicht Lust haben, mal einen kleinen Applaus zu bringen. Auf jeden Fall herzlich willkommen zur Lesung heute, Viktor, und nochmals herzlichen Dank für die Fertigstellung deiner Arbeit. Ja, hallo, moin, moin. Ich musste gerade noch ein bisschen schmunzeln, wo du sagtest mit einem Applaus. Vielleicht weißt du noch das letzte Video, was wir uns zusammen angesehen hatten. Das Stichwort, was ich dann zum Ende brachte, aber ja, was meinst vielen du, Dank. Warum ich das gesagt habe? Ja, nee, das war auf jeden Fall damals, als wir das gesehen hatten, dachte ich ja sofort, das fehlt noch bei dir. Aber nein, das ist, ja, erstmal vielen Dank, dass du mir jetzt das Wort erteilst und dass ich kurz mal noch was dazu sagen darf. Also jedenfalls stimme ich da auf jeden Fall mit überein. Da ist viel Last jetzt abgefallen, weil ich ja sehr intensiv daran nochmal mich an dem Papier, was der Stefan ja ursprünglich ja, zur Verfügung gestellt hat, da mich mit weiter beschäftigt habe. Und ja, wie jetzt ja auch alle sehen können, das Ergebnis, was dabei rumgekommen ist, ja, es ist, denke ich, jetzt auch für alle Anwesenden und auch für die anderen Zuseher, Zuhörer, Zuschauer sicherlich ein bisschen angenehmer, mit der PDF auch vielleicht dann parallel die Lesung zu verfolgen. Ja, wir können jetzt alle zusammen aus dem Vollen schöpfen und uns zusammen dieses Werk dann ja in Zukunft gemeinsam darin lesen und uns darin bilden, mit das auch als Grundlage nehmen, denke ich, auch so als ja eine Art Standardwerk, um gewisse Begrifflichkeiten auch, die darin erklärt werden, auch nochmal nachschlagen zu können. Und ja, allgemein, sage ich mal, sind wir jetzt ja bis Kapitel 12 einschließlich angekommen und wir haben hier noch wirklich jetzt, ich glaube, noch mehr als die Hälfte des Buches vor uns. Und ja, ich bin dahingehend auch sehr gespannt, was uns heute wieder erwartet in der kommenden Lesung. Und begrüße an der Stelle unseren Bruder Michael. Hallo Michael. Hallo Viktor, vielen Dank für dieses tolle Buch und ich habe es auch heute schon zweimal per E-Mail weitergeschickt und hoffe mal, dass es das sich einer stetigen und guten Verbreitung dann auch erfreut und dass deine Übersetzungsarbeit dann da auch Früchte trägt, dass du halt im Endeffekt dann am Ende deines Lebens sagen kannst, ha, habe ich gemacht und habe ich mitgemacht und das ist doch eine ganz tolle Sache, da freue ich mich für dich sehr und das wird sicherlich auch noch eine ganze Menge dir positives Feedback bringen. Ja, und dann gebe ich mal weiter zu Jörg zur Lesung. Ja, dann fangen wir doch ohne weitere Verzögerung mit der Lesung an. Herrscher des Bösen. Ich dachte auch, dass wir in Kapitel 12 durch wären, aber nein, dem ist nicht so. Ich habe es letzte Woche tatsächlich geschafft, das Kapitel noch ein paar Seiten überzulassen. Wir fangen heute an, und das ist auch eine Premiere, auf Seite 121 des 381 PDF-Seiten zählenden Buches. Weil die PDF-Seiten sind die ganzen Seiten des Buches, weil wir ja vorne im Buch die römischen Zahlen haben und deswegen kommt das in der echten Zahlung nicht auf 381. Aber das ganze Buch besteht aus 381 Seiten. Ich lese jetzt aus dem Buch, das also in der Form auch so runtergeladen werden kann. Das, was ich hier lese, ist jetzt auch zum ersten Mal, weil ich habe es jetzt immer aus vorher gemachten
Teilen davon gelesen. Also zum Beispiel, wir hatten einen Teil, das hieß Kapitel 1 bis 12, da hatte ich bis jetzt draus gelesen. Jetzt lese ich aus dem ganzen Buch weiter, so wie das Buch sich euch auch präsentiert, wenn ihr es im Internet runterladet. Wie gesagt, hier ist die Seite Herrscher des Bösen auf archive.org. Und so präsentiert sich das Buch auf Archive, wenn man darin rumblättert. Und dann kann man hier die verschiedenen Bestände runterladen. Volltext, Kindle-Buch, PDF, Einzelseiten-Prozess und so weiter und so weiter. Torrent, wie auch immer. Hier ist die Beschreibung zu dem Buch damit bei, die ich da zusammengestellt hatte. Und wie gesagt, das dazu und jetzt weiter in dem Kapitel 12. Lorenzo Riccis Krieg. Lorenzo Ricci. Der General der Jesuiten von 1758, offiziell bis 1775. Und wir lesen jetzt hier den letzten Absatz von letzter Woche noch einmal, wo da lautet, nach dem Fall Lavalette, den wir ja letztes Mal besprochen hatten, die Resolution, die dann in Frankreich vom Gericht beschlossen wurde, als die Resolution Gesetz wurde, entband Ricci die französischen Jesuiten von ihren Gelübden. Die Gesellschaft als Institution, also die Gesellschaft Jesu als Institution, hörte auf französischem Boden zu existieren. König Ludwig erlaubte den Jesuiten in Frankreich zu bleiben, aber nur als, zwischen Anführungszeichen, normale Geistliche. Andere gingen ins Exil. Père Lavalette, dessen finanzielle Probleme ja das Debakel ausgelöst hatten, wurde von Ricci verbannt, um den Rest seines Lebens als Privatmann in England zu leben. Als der Krieg, der im Ohio-Tal begonnen hatte, Martinique erreichte, auf dem Lavalette ja damals seine Geschäfte gemacht hatte, besetzten die Engländer diese kleine Insel und übernahmen die Jesuitenplantagen und verkauften sie inklusive der Sklaven und alles weitere für mehr als genug Geld, um die Schulden von Lavalette bezahlen zu können. Die Jesuiten machen niemals ein Minusgeschäft. Inmitten ihrer zerfallenen Herrlichkeit erhielten die Jesuiten von Papst Clemens XIII. Ein großartiges Geschenk, um die demütigenden Umstände willkommen zu heißen. Dies war die Messe und das Amt des Heiligen Herzens, mit der Ikone eines realistisch blutigen Herzens, das aus dem Brustkorb Christi gerissen und von einer ewigen Flamme entzündet wurde. Ich muss da mal eben schauen, ich hatte da mal ein GIF von, meine ich, von diesem brennenden Herzen, um das zeigen zu können. Hier, das werde ich dann mal eben aufflammen lassen, dann könnt ihr das mal sehen. Das ist jetzt klein, machen wir das mal ein bisschen größer, dass ihr das sehen könnt. Ja. Das ist also dann diese Lehre, dieses Heiligen Herzens, Sacred Heart von Jesus, wo es eine ganze eigene Ordenschaft drüber gibt. Basierend auf den Visionen aus den spirituellen Exerzitien von St. Margaret Marie Alacoque, über die wir ausführlich gesprochen haben in dem Griesinger Buch, und herausgegeben von ihrem jesuitischen geistlichen Lehrer Claude de la Colombière, Sacred Heart, also Heiliges Herz, ist eine gnostische Jesuitenproduktion, die sich auf die Vollkommenheit der Menschlichkeit des Erlösers konzentriert. Durch die Hingabe an mein Herz, soll Jesus Alacoque offenbart haben, werden laue Seelen inbrünstig und inbrünstige Seelen werden schnell zur hohen Vollkommenheit aufsteigen. Das Heilige Herz ruft wahre Gläubige auf, für die Sünden der Welt Wiedergutmachung zu leisten. Die Schuld wird durch Gebete, Buße, Messen und, für diese Epoche in der Geschichte der Gesellschaft bedeutsam, soziales Handeln beglichen. John Carroll, der so unentbehrlich für die Durchführung der amerikanischen Revolution war, war dem Heiligen Herzen zutiefst verbunden. Da kann man dann auch auf offiziellen Seiten über John Carroll drüber nachlesen. Jörg, wir hatten ja gerade die Lesung, das ging ja auch ein bisschen um, sage ich mal, diese ganzen Reliquien und so aus der schon babylonischen Zeit. Mhm. Ist denn bei diesem Herz, gibt es da denn auch irgendwie, ist da was, wisst ihr da was, wo das seinen Ursprung her hat? Naja, wo das seinen Ursprung her hat, da würde ich jetzt nicht drauf eingehen, das dauert viel zu lange, aber es geht darum, dass hier eben die Menschlichkeit, die Fleischlichkeit Jesu Christi betont wird.
Und das geht im Grunde zurück auf solche Lehren wie den Arianismus. Ja? Die Arianer haben ja Jesus Christus nicht als Gott gesehen oder als Gott akzeptiert, sondern haben nur ihn als Menschen akzeptiert. Und das Herz ist natürlich eine Verbildlichung des Fleischlichen in diesem Fall. Es gibt unglaublich viele Figuren, also Abbildungen, Jesus-Figuren, wo er mit so einem offenen Herzen dasteht. Und das kommt eben von dieser Verehrung des Herzens Jesu Christi. Mit anderen Worten, nicht Jesus Christus wird verehrt, weder der Mensch noch der Gott, sondern sein Herz, seine sogenannte Barmherzigkeit. Ja, eine Lehre, die niemals von Jesus Christus kam. Aber das ist eben dann wieder eine eigene Lehre der römischen Katholiken. Und das geht dann zurück auf einen furchtbar alten Kult bis zu den Babyloniern und so weiter, wo man damals bei Menschenopfern das Herz lebendig rausgeschnitten hat. Ja, also das hat eine ganz tiefe heidnische Verwurzelung, dieses heilige Herz. Beantwortet das ein wenig Ja, deine das Frage? denke ich ist eine ganz gute Erklärung. Vielen Dank dafür. Ja. Gerne geschehen. Also, lassen wir das Herz nochmal eben brennen und dann lesen wir weiter. König Ludwig der 15. war der leitende Kopf hinter einer Vereinbarung namens Geeinte Familien zwischen den herrschenden bourbonischen Monarchien, die besagte, sich geschlossen und vereint vor dem Rest der Welt zu präsentieren in allen Dingen, die man als wichtige Maßnahmen ansehen konnte. Nachdem er die Jesuiten in Frankreich aufgelöst hatte, riet er den anderen bourbonischen Königshäusern, dies ebenfalls zu tun, obwohl er keine Gründe nennen konnte, was durch die Auflösung der Gesellschaft politisch, wirtschaftlich oder finanziell gewonnen werden könnte. Das Thema bleibt auch heute noch rätselhaft und problematisch. Laut Professor Martin, es sei denn, es wird im Licht der Sun Tzu-Täuschung betrachtet, was ich dringend anrate. Das Studium von Sun Tzu und seinen 13 Artikeln des Krieges, wo wir ja schon drüber gesprochen hatten, zieht sich weiterhin wie ein roter Faden durch den Rest dieses Buches, wie bereits Bruder Viktor ja auch schon angekündigt hatte. Wie dem auch sei, der Bourbon Karl III. Von Spanien folgte dem Rat Ludwigs. Karl berief eine Sonderkommission ein, um einen Hauptplan zur Auflösung der Jesuiten auszuarbeiten. Bevor wir jetzt da tiefer drauf hineingehen, möchte ich hier euch eben eine Sache ans Herz legen, nämlich, ich muss mal wieder Werbung in eigener Sache machen, sonst macht's ja keiner. Auf meinem Zweitkanal, Jodlers War und Disinfo, veröffentliche ich ja die Lesung von dem Buch von Griesinger über die Jesuiten aus 1866. Ein Buch, in dem Michael und Viktor mich beide begleitet haben. Hier habe ich vor 3 Tagen den 20. Teil des zweiten Bandes hochgeladen. Der heißt Die drohende Aufteilung des jesuitischen Gottesstaates Paraguay. Und dieses Video, so arbeitet eben der Heilige Geist, schon monatelang aufgenommen, ist jetzt gerade veröffentlicht worden. Und jetzt lesen wir hier in Herrsche des Bösen über den Plan von Karl III. Von Spanien, der nämlich hier damit zusammenarbeitet mit Portugal, um die Jesuiten, den Gottesstaat der Jesuiten in Paraguay zu zerschlagen. Darüber lesen wir jetzt hier in Herrscher des Bösen und vor ein paar Tagen habe ich dieses Video veröffentlicht. Nochmal ein Tipp für einen jeden, sich diese Videos doch bitte anzuschauen. Sie werden merkwürdigerweise die letzten Monate fast nicht mehr angeschaut. Früher hatten sie 600, 700 Klicks, jetzt kommen sie mit Mühe auf 250 nach einigen Wochen. Sehr, sehr schade. Es ist ein wunderbares Buch, das wir von 1866 da gelesen haben. Und ich möchte hier nochmal den Tipp geben, bitte schaut euch das an. Auch zum tieferen Verständnis dessen, was wir jetzt hier besprechen. Dieses Video könnt ihr euch dann nochmal anschauen. Ja, ich denke, das ist eben auch wichtig, um die Ideologie, mit der wir ja auch, sage ich mal, seit den letzten, ja, ich wahrscheinlich 100 Jahren intensiv konfrontiert werden, auch besser zu begreifen, ne, wo die ihren Ursprung hat. Die Ideologie des Kommunismus, meinst du? Ja, genau, richtig. Ja, weil das wurde ja ursprünglich, wie gesagt, eingebracht in Paraguay. Die Reducciones von Paraguay waren die War so ein ersten. Testballon auch wahrscheinlich ein bisschen, ne? Um Ja, zu sehen, das zu feintunen so ein bisschen auch, ne? Erst haben sie es eingeführt in Paraguay, in Südamerika, wo sie ja freies Spiel hatten, weil da mussten sie ja nur mit den Ureinwohnern sich beschäftigen. Und haben dort eine Theokratie aufgerichtet, also mit anderen Worten, sie haben jegliche weltliche Herrschaft untersagt. Die Stämme der einheimischen sogenannten Indianer
Köpfe der Stämme, wie nennt man das, die Häuptlinge der Stämme, die hatten hier und da Autorität bekommen, aber immer nur in Absprache mit dem verantwortlichen Jesuiten für die Reduktion, konnten sie bestimmte Strafen und sowas erlassen über ihre Völker. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das kommt in der Lesung von Griesinger auch alles, wird da alles genannt. Es ist sehr, sehr interessant zu lesen. Und dieser Gottesstaat wurde im Grunde vollkommen kommunistisch erzogen. Mit anderen Worten, sie haben sich die Ureinwohner Südamerikas, die Guarani, als Sklaven gehalten, haben die arbeiten lassen, haben denen Essen gegeben, haben ihnen Unterkunft gegeben. Die Leute waren zufrieden, genau wie die von Hartz IV leben heute in Deutschland auch. Und ey, ich spreche über die Allgemeinheit, ja. Es gibt immer Leute, die sagen von, das ist grausam genug, da reingefallen zu sein und wieder rauskommen wollen. Aber es gibt auch viele, die haben gar nicht lieber, als dass der Staat sich um sie kümmert. Und das ist nichts anderes als Kommunismus, meine lieben Brüder und Schwestern. Und genau diesen Kommunismus haben die Jesuiten damals mit den Guarani in Paraguay angefangen, haben dafür gesorgt, dass es gar keine weltliche Herrschaft gibt, sondern es gab nur ihre geistliche Herrschaft und haben da einen Gottesstaat hochgezogen und haben das in Paraguay angefangen und perfektioniert. Dann haben sie es auf einer größeren Skala gemacht, 1917 in Russland, und haben das die Union der sowjetischen Sowjetrepubliken genannt, oder der Entschuldigung, die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken genannt. Und haben das dann ausgebreitet nach China. Und wenn man sich mal anguckt, welche Länder alle im sogenannten Ostblock damals waren, plus das kommunistische China damit bei, ja, dann kommen wir doch beinahe auf eine Weltbevölkerung von gut 2 Milliarden Menschen. Also ein Großteil der Erde, die unter dem Kommunismus der Jesuiten leben. Weil die Jesuiten steuern China seit Hunderten von Jahren und sie steuern Russland seit 1917, seit der bolschewistischen Revolution. Und das Experiment wurde also in der UdSSR und in China fortgesetzt und jetzt wird es auf die ganze Welt ausgebreitet. Wenn ihr glaubt, die ihr heute in der Europäischen Union lebt, ihr lebt in einem freien Staat, entweder Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Dänemark, Schweden, Norwegen, spielt keine Rolle. Nein, ihr lebt nicht frei. Ihr lebt im Kommunismus. Und ihr müsst nur mal die Nachrichten etwas deutlicher anschauen, um das zu begreifen. Es geht doch um nichts anderes mehr in diesen Nachrichtensendungen, als der Staat mischt sich hier ein, gibt eine Mindestrente, er gibt einen Mindestlohn, er gibt einen garantierten Lohn für dies, einen garantierten Lohn für das. Wo ist denn da bitte schön noch die Freiheit im Handel? Ja, oder die Wirtschaft fragt ja auch schon teilweise nach staatlichen Hilfen, um Ja, eben. irgendwelche Infrastruktur aufzubauen oder, ne? Das ist immer Eben. ein Hand in Hand. Ja, gut, die Zusammenarbeit von Staat und Wirtschaft ist dann natürlich wieder Faschismus. Es steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Aber Nationalsozialismus, ja, damals im Dritten Reich, war ja auch Sozialismus. Hallo? Das war zwar Sozialismus von der rechten Seite, aber Sozialismus bleibt Sozialismus. Und aller Sozialismus führt letztendlich in Kommunismus. Von daher ist das vollkommen wurscht, ob der Sozialismus von rechts kommt oder von links kommt. Es endet immer im Kommunismus. Immer in der Politik der römisch-katholischen Kirche. In Caritas in Veritate. Ja. Victor, da wollten wir auch noch mal eine Sendung drüber machen. Können wir jetzt mal irgendwann in Angriff nehmen, wo du ein bisschen weniger Ja, Last auf jetzt den ist die Schultern hast? Prioritätenliste wieder aktualisiert, ja. Ja, zu deiner Caritas in Veritate, da ist ja die sogenannte Bankenrettung ein ganz tolles Synonym für die Vergesellschaftung von Schulden, ne? Das heißt, die Allgemeinheit, also wenn es der Bank gut geht, wenn die prosperiert, ja, Proserpine. Wenn die prosperiert, dann fallen die Gewinne an die Anteilseigner, also dann an die Aktionäre. Aber wenn halt da eine Bank gerettet werden muss, dann springt der Staat ein. Dann springen nicht die Aktionäre ein, dann geht Und zwar der das Kurs nach Volk. unten, sondern das Volk. Das heißt, die Schulden werden dann vergemeinschaftet, vergesellschaftet, vergemeinschaftet. Und das ist letzten Endes ja nichts anderes, als dass alle haften für einen, also eine Art Sippenhaft schon fast, das darf ich ja glaube ich gar nicht sagen in Deutschland. Das ist nicht politisch korrekt. Nee, Ist nicht nee, politisch pass korrekt, auf. ja.
Genau. Und das heißt ja nichts anderes, als dass letzten Endes die Steuerzahler dann dafür haften, dass einige dann nicht mit dem Geld umgehen können oder sich dann bereichert haben und dann halt auf Kosten der anderen und dass halt das alles, das in Schieflage läuft, dann der sogenannte mündige Bürger dann bezahlen darf. Denn wenn der Staat einspringt, heißt das nichts anderes, als dass der sich aus Steuereinnahmen bedient. Ja, um das auf einen kurzen Nenner zu bringen, dann heißt das, viele dürfen dafür bezahlen, dass wenige sich die Taschen füllen. Und das auch noch risikofrei. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, wie war das mit Gewinne privatisieren und Verluste sozialisieren? Ne? Genau so ist das. Wunderbar. Ja, aber gesagt. Das ist eben nicht sozial. Ja, das ist eben das. Das ist eben genau nicht sozial. Wenn das man hängt davon ab, was du unter sozial verstehst, der Michael. Ja, dann muss ich jetzt die SPD mal fabrizieren und hier mal rezitieren. Die SPD hat sich ja nicht tatsächlich erdreistet, vor ein paar Jahren auf ein Wahlplakat zu schreiben, sozial ist, was Arbeit schafft. Da war ich völlig aus dem Häuschen und niemand hat sich darüber aufgeregt. Ich hätte immer gedacht, dass sozial ist, was Ertrag bringt. Ja, aber mich einfach nur zu beschäftigen, ohne eine vernünftige Gegenleistung, halte ich für ziemlich asozial. Also asozial ist für mich das, was Arbeit schafft. Das hat bei Hitler doch schon funktioniert in den Arbeitscamps, wo es da hieß, Arbeit macht frei. Ich möchte jetzt hier bitte, ich möchte bitte politisch korrekt argumentieren. Ja, ich auch. Das Thema ist doch, sozial ist, was Arbeit schafft, heißt, es ist sozial, jemanden am Arbeiten zu halten. Aber das mit der Entlohnung und mit der Verrentung wird da überhaupt nicht gesagt, aber es scheint ja einfach so, als wenn die Leute alles völlig gleichnamenslos hinnehmen. Sozial ist, was Arbeit schafft. Ich war völlig entsetzt. Also über die Rente fällt mir doch nur Norbert Blühn ein, der sagte doch, die Rente ist sicher. Ja, er hat aber nichts über die Höhe gesagt. Nee, das hat er nicht. Und er hat auch nicht gesagt, wann sie sicher ist und für wen sie sicher ist. Ja, also von daher, wir sind ja immer mit Jesuitensprache konfrontiert, aber die Leute schlucken das. Es funktioniert ja einfach. Leider, leider. Ja, es hat tausende Jahre funktioniert. Warum soll es jetzt nicht mehr funktionieren? Weil die Bankenrettung letzten Endes zeigt, dass die Banken selber nicht frei sind. Denn wenn sie frei und unabhängig wären, dürften sie überhaupt keine Hilfe vom Staat annehmen. Ja, die Banken können doch nicht frei sein, Michael, wenn wir wissen, dass alle Banken unter dem Joch Roms sind. Ja, das musst du mir jetzt nicht erklären, das musst du den Leuten da draußen erklären. Das erkläre ich den Leuten, die diese Lesung lernen. Ja, das Problem ist doch, dass man halt sagen kann, guck mal hier, da kann irgendetwas nicht richtig sein, wenn man auf der einen Seite die Gewinne privatisiert, das heißt, der Nutznießer ist dann eben nicht der Bürger, aber der Bürger soll dann dafür haften, wenn dann plötzlich Verluste entstehen und die Bank zahlungsunfähig ist. Und das heißt doch nichts anderes, als dass wir letzten Endes alle in Haft genommen werden, ja, dafür zu haften, da kommt ja der Begriff her, und dann halt kleben zu bleiben in unseren Stühlen und weiterzuarbeiten, dafür, dass irgendjemand da jetzt Hilfe benötigt und sei es dann auch eine Bank, die letzten Endes Geld daran verdient, indem sie dann wieder Geld verleiht. Aber ich will jetzt ja gar nicht von Hundertstel ins Tausendste kommen, aber wir sollten vielleicht die Begriffe Sozialismus, Kommunismus, Faschismus jetzt hier nicht extrem ausbreiten, sonst haben wir gar keine Lesung mehr nachher. Da versteht ja jeder was anderes drunter, ne? Wir haben das ja auch schon hinter den Diktatoren ein bisschen ausklabüstert, denke ich. Aber ich denke doch, dass den Leuten vielleicht mal bewusst werden sollte, dass wenn wir im Dritten Reich von Nationalsozialismus sprechen und dass wenn wir im sogenannten Kommunismus eben auch von Sozialismus sprechen, dass eben Sozialismus immer in Kommunismus führt. Das ist vielen Leuten nicht bewusst. Und wenn man das vielleicht mal so deutlich sagt, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, werden vielleicht einige aufwachen und werden sagen von, da ist ja vollkommen wurscht, ob das rechts oder links ist, das Resultat ist immer dasselbe. Ja, dann lass uns das doch ist genauso, einfach... Das ist genauso wie mit den Wahlen. Ich lasse dich gleich nochmal ans Wort, aber es ist genau wie mit den Wahlen. Es spielt keine Rolle, ob du rechts wählst oder links wählst. Du wählst immer einen Kandidaten, der seine Autorität oder seine Bestätigung vom Vatikan hat. Es ist scheißegal, welche Farbe du wählst, kriegst immer dieselbe Wurst vorgesetzt. Ja? Ja, gut, zu den Wahlen hätte ich jetzt auch noch eine andere Meinung, aber das würde jetzt zu weit führen. Ich wollte nur sagen, dann einigen wir uns doch einfach mal darauf, die Leute, die nachher einer gewissen großen oder der größten Fraktion aus dem Jahre 1933 im Deutschen Reichstag angehörte, ohne deren Namen nennen zu wollen, nennen wir doch hier einfach ab heute NASOs. Ja? Nationalsozialisten. Nehmen wir so einfach mal richtig. Wenn wir schon die Wörter richtig brauchen, sollten wir uns nicht dauernd hier wirklich manipulieren lassen. Es waren NASOs.
Ja, es war Nashörner. Ne? NASO, National und Sozial. Das ist das, was den Menschen damals meinem Uropa und meinem Opa verkauft worden ist. Die waren national und sozial. Ja, das Wort Nazi kommt ja eigentlich auch aus der Verbindung von Nationalist und Zionist. Ich wollte hier vernünftig politisch korrekt diskutieren. Deswegen ist es ja auch vollkommen richtig, dass du sagst Nasos, aber wie gesagt, ich wollte nur mal kurz erklären, das Wort Nazi kommt aus der Verbindung von Nationalist und Zionismus. Ja, hat zu tun mit dem Havara-Abkommen, das damals geschlossen wurde, 1900 irgendwann in den 20er Jahren, 28 oder so. Also das Wort Nazi, das immer so durch die Medien geht, hat eine ganz andere Bedeutung, als den Menschen erzählt wird. Von daher, Applaus dafür, dass du sagst, Nasos sollte man sie eigentlich nennen. Da hast du 100% recht. Unterstütze ich vollkommen. National-sozialistisch. Aber und daran sehen wir doch Vatikan schon wieder... Will, und der Vatikan will, und dann kannst du gleich weiter sagen, der Vatikan will vom Naso jetzt nur die erste Zeile abtrennen, weil national geht ja gar nicht, aber sozial, Sozialismus, das bleibt über. Bitteschön. Ja, aber das ist genau die Geschichte, dass wir jetzt an diesem Beispiel sehen, wie heute noch im Jahre 2019, jetzt wo wir hier sitzen, diese Begriffe aus jesuistischer Sophistik uns prägen und wir uns nicht die Mühe machen und dann nicht durchblicken in der Regel, dass wir mit solchen Dingen völlig manipuliert werden, dass eigentlich die anderen Leute über uns lachen und mit den Fingern über uns zeigen und sagen, guck mal hier, ist die Herde hohl und läuft die alles unseren Begriffen und unseren Schlagwörtern hinterher und raufen sich die Haare und hauen sich noch die Köpfe ein deswegen. Ja, so dermaßen manipuliert sind wir, so dermaßen jesuitisch geprägt und indoktriniert, römisch-katholisch, jesuitisch indoktriniert sind wir, dass wir diese Begriffe gleichsetzen, obwohl sie letzten Endes eine Verhohnepiepelung sind und den Herrschenden sozusagen zeigen, guck mal, das Volk hat's gefressen. Ja, so viel dazu. Ja, und das ist ja auch irgendwo letztendlich das, was wir in der Bibel lesen, ne? Dass eben die Masse auch diesen Wein des Antichristen, mit dem ja die ganzen Könige auch Unzucht getrieben haben, oder mit dem Tier, mit der Hure, dass die eben dann in den Abgrund marschieren. Offenbarung 17, ne? Ja, Offenbarung war das auch irgendwie, ja, ich glaube, ja. Ich meine, das ist Offenbarung 17, was du hier sagst. Ich mach's mal eben auf. Es geht um die Frau und das Tier. Es geht um die Könige der Erde, die Unzucht getrieben haben, von deren Wein die Unzucht derer, welche die Erde wohnen, trunken geworden sind. Ja, darum geht es. Das ist genau das, was Michael gerade zum Ausdruck gebracht hat. Wir sind trunken, wir sind besoffen von der Lehre der Könige dieser Erde, die Unzucht getrieben haben, mit der Hure aus Babylon. Und wie ist man, wenn man betrunken ist? Man ist nicht mehr bei Sinnen. Man ist von Sinnen. Ja. Lass uns nicht um das oder, gehen. Oder wie? Nein, bitte nicht. Hypnotisiert, ne? Ja, hypnotisiert. Man denkt nicht mehr klar. Ja? Man kann nicht mehr klar denken. Man ist eben nicht mehr Herr seiner Gedanken. Und genau das ist doch, was die Jesuiten mit uns machen wollen. Da gibt es ein wunderschönes Video drüber, wer es noch nicht kennt. In Englisch sollte sich das dringend anschauen. Habe ich auch auf diesem zweiten Kanal von mir, den ich euch hier gerade gezeigt hatte. Da gibt es ein Video von Richard Bennett. Das könnt ihr hier in die Suchmaschine eingeben. Vatican Control. Ich zeige es euch mal eben. Muss man zwar Englisch können, aber das ist dann noch nicht so schwer. Das Video ist auch nicht so schwer zu verstehen. Vatican Control through Civil Law heißt das. Also mit anderen Worten, vatikanische Kontrolle eben durch das Zivilgesetz. Ja? Und hier hat er noch ein zweites gemacht, wie der Vatikan die säkuläre Regierung gebraucht, um seinen Willen uns aufzudrücken. Was lachst du denn jetzt, Michael? Ich will jetzt nicht unterbrechen, aber ich habe gerade mal heller von Sinn nachgeguckt. Ja, das wusste ich, dass du damit kommen würdest. Moment. Das hat jetzt einen absoluten Highlight jetzt noch hier. Ein absolutes Highlight. Ja. Heller von Sinn gibt es tatsächlich. Also ich dachte immer, das wäre so eine Kunstfigur. Insofern, dass ich nicht wusste, was ist oder wer ist. So wie Amanda Lear.
Ja? Aber Hella von Sinnen heißt tatsächlich Hella Kemper, aber jetzt kommt's. Die hat eine Nominierung bekommen und ich habe mit der Frau überhaupt keine persönliche oder sonstige Beziehung. Ich möchte die auch nicht verunglimpfen. Darum geht's gar nicht. Es geht jetzt einfach nur darum, dass mir gerade etwas absolut klar wird. Endlich mal, ausnahmsweise. Und zwar hat die mal eine Nominierung bekommen. Und zwar den Deutschen Fernsehpreis für die beste Unterhaltung. Jetzt überlege ich mir gerade, jesuitisch, was denn Unterhaltung ist. Ich möchte gar nicht unten gehalten werden. Unterhaltung. Da bin ich gerade so ein bisschen baff, als ich das gelesen habe. Deswegen musste ich so lachen. Wir sind in einer Unterhaltung. Ja, aber natürlich, wir sind doch in dem jesuitischen Theater, Michael. Was ist denn natürlich. Theater? Ja. Aber Unterhaltung, es fällt mir gerade so auf, dass es ja auch so eine Wortschöpfung ist, die jeder als völlig normal assoziiert, aber sie ist es nicht. Entertainment ist ja schon schlimm genug, aber Unterhaltung ist ja auch nicht viel besser. Unterhaltung ist des Teufels Ersatz für göttliche Freude. Nein, aber ich komme mir gerade so vor, als wären die Leute, die in diesen Zauberkasten namens Fernseher schauen, so ungefähr sind, so wie die ahnungslosen Hühner, die in dem Käfig sitzen und einfach so die Brocken da picken, die sie hingeworfen bekommen. So stelle ich mir im Augenblick Deutschlands Fernsehpreis für die beste Unterhaltung vor. Ja, okay, weiter an euch. Na, warte mal, da muss ich jetzt eben mit dem Bild kommen zu dem, was du gerade eben gesagt hast. Da kann ich nicht anders. Okay. Da habe ich ein wunderbares Bild vor. Ich muss es nur mal eben sehen, dass mein Computer das eben findet. Der ist ja manchmal ein bisschen langsam. Und außerdem weiß ich natürlich nicht, wo ich das abgespeichert habe. Jetzt nicht hier drunter. Warte mal. Mensch, noch mal. Mass, ist das in der Masse damit bei? Das ist so diese Figur, die mit dem Fernseher auf dem Kopf rumläuft. Habe ich in einigen Videos, habe ich die mal gebraucht. Das könnte man, Weapons of Mass Deception hier zum Beispiel. Das ist ein Bild, aber das wollte ich jetzt nicht zeigen. Es war ein anderes, was ich zeigen wollte. Das ist auch so ein schwarz-weiß Bild. Ich fand das ja immer süß, wie die früher die Aliens mit zwei Antennen gezeigt haben. Ne? Ja, auch da gibt's auch ein anderes Bild hier. Ja, aber wenn du Kinder fragst, malen wir mal ein Marsmännchen oder so, dann malen die immer so ein komisches Männchen mit so zwei Antennen da drauf. Zwei Antennen auf dem Kopf, ja. Ja, ja. Eigentlich müsste die heutzutage so eine Parabolantenne oben drauf haben. Ich komme jetzt nicht auf das Bild hier. Mann, das ist aber schade. Jetzt spannen die Leute, die zuhören, noch nicht so auf die Folter. Ja, ich weiß immer nicht, unter welchem Bild ich das gesucht habe. Das hier finde ich aber auch ein sehr gutes Bild. Wir haben hier einen Anführer! finde ich auch ganz gut. Television, ja, auf das andere Bild komme ich jetzt hier nicht. Das ist auch noch ganz gut, aber das ist nicht das Bild, was ich meinte. Aber in so einer Welt leben wir, wie dieses Bild hier, ne? Mehr oder weniger. Ja, Hauptsache, das Marsmännchen hat auch dann die zwei Antennen drauf. Das ist noch ein altes Bild, wo es eine URF und VRF gab. Ja, übrigens auch zu Zeiten der Mondübertragung. Ja, da gibt es ja auch sehr interessante Ideen, wieder ein, naja gut, ich werde mich da jetzt nicht weiter darüber auslassen, aber das ist auf jeden Fall so eine Geschichte, die sehr, sehr interessant ist. Wenn man mal schaut, wie dann tatsächlich die Sachen zusammenhängen, dann können wir einfach nur sagen, dass die Beherrschung der Medien selber essentiell zum Gelingen der Aktion beiträgt. Das ist nichts anderes wie in jedem Krieg auch. Es ist immer ein Informationskrieg. Wenn du mehr Informationen hast als der Gegner, dann bist du immer im Vorteil. Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Ja. Und über die Medien hatten wir ja bereits gesprochen. Inter Mirifica und Miranda Prausos, das kam ja in früheren Lesungen in Herrscher des Bösen bereits dran. Deswegen lesen wir jetzt weiter. Ja, aber es ist ja schon weit vor Miranda Prosus und Inter Mirifica gediehen. Ja, da gab es ja schon diese Zeitungsmedien. Ja, also mit den beiden Enzyklikalen wurde das ja lediglich schriftlich festgehalten, was schon Jahrhunderte, kann man fast sagen, Praxis war. Aber Michael, das ist ja nun nichts, was uns verwundern sollte, weil die Unfehlbarkeit des Papstes wurde auch erst 1870 auf dem Konzil beschlossen, wurde aber schon seit Jahrhunderten von der römisch-katholischen Kirche praktiziert. Ja, aber man sollte jetzt... Nur es wurde erst in kanonisches Recht gegossen, 1870. Das ist genau wie mit Miranda Prausos und der Mirifica. Seit
Bestehen der Medien, also seit Aufkommen der Druckpresse im Mitte des 15. Jahrhunderts durch Gutenberg, wo das aufkam, seitdem wurde das praktiziert, dass die römisch-katholische Kirche sich das Urheberrecht, das Geburtsrecht anmaßt, alle Medien zu kontrollieren. Seitdem, das wurde dann erst Mitte des 20. Jahrhunderts in diesen beiden Enzyklikalen in Schrift festgegossen und im römischen Recht verankert. Aber praktiziert wurde es durch die Jahrhunderte durch, genau wie die Unfehlbarkeit des Papstes. Da sprechen wir schon im 7., 8. und 9. Jahrhundert drum. Es hat 1000 Jahre dann danach gedauert, bis das dann im Vatikanischen Konzil festgemacht wurde. Aber das will ja nicht sagen, dass es davor nicht schon anerkannte Lehre der römisch-katholischen Kirche war, ne? Ja, aber ich wollte jetzt nur auf den Punkt hinaus und dann machen wir gerne weiter. Ich wollte nur ganz kurz auf den Punkt hinaus, wenn wir wissen, dass es damals Geheimverträge bezüglich der Pressefreiheit schon im 19. Jahrhundert gegeben hat und dass es diese Enzykliken Miranda Prosus und Inter Mirifica aus dem 20. Jahrhundert gibt, dann sollte uns nicht verwundern, dass die sogenannte Freiheit des Internets auch beschränkt ist, denn die ist ja dann auch Geburtsrecht, unter dem Geburtsrecht fällig von Inter Mirifica. Von vor 60 Jahren, selbst wenn man damals noch nicht das Internet hätte voraussehen wollen, können oder sollen, ist es tatsächlich so, dass das Internet nichts anderes ist als Fernsehen, was jeder von uns in irgendeiner Art und Weise jetzt selber produziert. Und deswegen glaube ich sagen zu können, dass ich die berechtigte Sorge habe, dass dieses Internet nicht mehr allzu lange frei und jedem verfügbar und mit jedem Content gefüllt sein darf, dessen Auswirkungen wir ja jetzt schon mit den Vorboten vom Artikel 13 etc. pp. Jetzt schon sehen. So. Das war's jetzt. Ja, du hast im Grunde das in andere Worte gefasst, was ich die ganze Zeit predige, seit ich Miranda Prosus und der Mirifica den Leuten vorgestellt habe, dass die ja 1958 und 1963 verfasst wurden, wo es diese sozialen Medien von heute noch nicht gegeben hat, also Facebook, Twitter, Reddit, nennen sie mal alle, wie sie alle heißen da, Internet im Allgemeinen noch nicht gegeben hat, aber das natürlich auch für diese zukünftigen Medien damals bereits schon gegolten hat. Natürlich, und wenn jemand sagt von, ja, ach weißt du, Microsoft, da musst du nicht mitmachen, weil das ist alles teuflisch, geh zu Linux oder zu dies oder zu das oder Ubuntu und hast du nicht gesehen. Leute, das ist alles vom Internet abhängig. Das kommt alles von ein und derselben Soße. Und wenn ihr glaubt, dass die Leute, die die Dinge erfunden haben, nicht von der römisch-katholischen Kirche ihre Zustimmung gehabt hätten, dann wären die Dinge nicht auf den Markt gekommen. Wenn ihr mal sehen wollt, was wirklich unterdrückt ist, dann zeigt mir mal bitte ein Auto, das mit Wasser fährt. Das wurde nämlich wirklich unterdrückt. Knallgas. Da kann man nämlich mit fahren. Und warum fahren wir da nicht mit? Weil das unglaublich billig wäre und weil das der Agenda gegen angeht, entweder Verbrennungsmotoren zu gebrauchen oder Elektromotoren zu gebrauchen oder Wasserstoffmotoren zu gebrauchen. All diesen ganzen Scheiß, um das mal ganz krü zu sagen, wo wir uns von denjenigen, die das bereitstellen, uns abhängig machen. Wasser, das fällt aus der Luft, das nennt man Regen. Da kann man sich den Brennstoff so sammeln und damit fahren. Deswegen gibt es das Wasserauto nicht und wird es niemals geben. Es gibt's, aber es wird nicht kommerzialisiert. Denkt da mal drüber nach. So, jetzt gehen wir zurück zum Kommunismus. Ich glaube, da waren wir irgendwo stehen geblieben, ne? Wie dem auch sei, sagt Tapassorsi. Der Bourbon Karl III. Von Spanien folgte dem Rat Königs Ludwigs, also des französischen Königs. Karl berief eine Sonderkommission ein, um einen Hauptplan zur Auflösung der Jesuiten auszuarbeiten. Da geht es dann halt, wie gesagt, um die Reduktionen in Paraguay, wo sich Spanien und Portugal das auftrennen wollten und die Portugiesen dagegen protestiert haben. In Portugal auf die Art und Weise, in Spanien auf die Art und Weise und ein falsches Spiel getrieben haben und die Jesuiten, typisch wie es für sie ist, mit gespaltener Zunge gesprochen haben. Niemand konnte harte Beweise gegen diese Gesellschaft vorlegen. Aber es waren viele Gerüchte im Umlauf. Die wütenden Proteste eines Mobs, der gegen ein Gesetz protestierte, das Karl erließ und das Tragen von breiten Sombreros verboten hatte, sollte angeblich von Jesuiten geschürt worden sein.
Und so entwarf die Kommission einen Ausweisungsbefehl, den der Monarch am 27. Februar 1767 unterzeichnete. Der Befehl wurde durch einen Hinterhalt ausgeführt, der an den Angriff Philipps IV. Gegen die Tempelritter im Jahr 1312 erinnerte. Karl schickte versiegelte Umschläge mit der Aufschrift »Nicht vor Sonnenaufgang am 2. April bei Todesstrafe öffnen« an alle Vizekönige und Militärkommandeure der Provinz. Als der Sonnenaufgang kam und die Empfänger ihre Umschläge öffneten, entdeckten sie zwei Briefe darin. Der erste befahl ihnen, in der Nacht zum 2. April Truppen um die Jesuitenresidenzen und Hochschulen zu stationieren, alle Jesuiten zu verhaften und sie an Bord von wartenden Schiffen an bestimmten Docks unterzubringen. Wenn ein einzelner Jesuit, so schloss der König, auch wenn er krank ist oder stirbt, nach der Einschiffung immer noch in dem Gebiet unter ihrem Kommando zu finden ist, so können sie sich auf ihre eigene Hinrichtung vorbereiten. Der zweite Brief war eine Kopie des ursprünglichen Ausweisungsbefehls von König Karl, der anfing, Zitat, sich von gerechten und legitimen Gründen beeinflussen zu lassen, die in meiner königlichen Brust für immer versiegelt bleiben sollen, Ende Zitat, und fuhr fort, Zitat, alle Mitglieder der Gesellschaft Jesu sollen meine Königreiche, die da sind, Kastilien, Aragonien, Navarra, und die anderen ehemals unabhängigen Königreiche, die Spanien bildeten, verlassen, und alle ihre Güter werden von der höchsten Macht für verfallen erklärt. Der Herr, der allmächtige Gott, hat sie mir anvertraut. Ende Zitat. Der König hat dafür gesorgt, dass die Ursachen nicht untersucht wurden. Es ist nicht Sache der Untertanen, die Weisheit in Frage zu stellen oder die Entscheidungen ihres Souveräns zu interpretieren. Hier gebraucht also der König mit anderen Worten mehr oder weniger dieselbe Schreibweise wie der Papst, der sagt, er richtet alle Menschen und kann von an Menschen nicht gerichtet werden. Man kann auch die Entscheidungen eines Papstes nicht in Frage stellen. Nur wenige Tage vor dem 2. April präsentierte der spanische Botschafter des Heiligen Stuhls ein Dokument von Karl an Papst Clemens XIII., das folgendes erklärt, Zitat, Euer Heiligkeit weiß so gut wie jeder andere, dass die erste Aufgabe eines jeden Herrschers es sei, den Frieden seiner Herrschaften und die Ruhe seiner Untertanen zu gewährleisten. Bei der Erfüllung dieser souveränen Aufgabe fand ich es notwendig, alle Jesuiten, die in meinem Königreich leben, auszuweisen und sie direkt der weisen Leitung eurer Heiligkeit in den Staaten der römischen Kirche anzuvertrauen. Mit anderen Worten, ich schicke das Paket Return to Sender. Ich bitte Eure Heiligkeit zu bemerken, dass meine Entscheidung unumstößlich ist und nach reiflicher Überlegung getroffen wurde unter Berücksichtigung aller Konsequenzen. Also mit anderen Worten, Papst, du kannst sagen, was du willst, meine Entscheidung steht fest. Du hast mir die Jesuiten hier ins Land gesetzt und ich schicke sie dir jetzt in ein Paket zurück und sieh damit, was du damit machst. Antichrist Clemens XIII., dessen Unterwerfung unter den Willen von Lorenzo Ricci nicht zu unterschätzen ist, reagierte natürlich melodramatisch, als würde er für ein Publikum spielen. Von allen Schocks, die ich in den neun unglücklichen Jahren meines Pontifikats ertragen musste, ist dieser, von dem ich Eure Majestät informiert hat, der schlimmste. Der Papst hatte wenig mehr zu sagen, außer dass der König sich selbst in die Gefahr der ewigen Verdammnis gebracht haben könnte. Der Auftrag wurde in der Nacht vom 2. auf den 3. April ausgeführt. Etwa 6000 Jesuiten wurden in ganz Spanien zusammengetrieben. Sie wurden in den unteren Decks von 22 Kriegsschiffen zusammengepfercht. Im Mai 1767 erschien die grausame Flotte vor Civitavecchia, dem Hafen des Kirchenstaates, und wurde erstaunlicherweise von der eigenen Küstenartillerie beschossen. Den Schiffen wurde die Erlaubnis geweigert, ihre menschliche Fracht auf Befehl des Papstes gemäß einer Konferenz mit Lorenzo Ricci an Land gehen zu lassen. Historiker sind ratlos, warum Clemens, der den Jesuiten so ergeben ist, seinen geliebten Soldaten in der Stunde der größten Not solche Grausamkeiten antun würde. Die plausibelste Antwort meiner Tapasorsis und meiner Jörgs Ansicht nach ist, dass sein Verständnis dem undurchschaubaren Befehl seines Generals folgte, dessen Ziel schließlich darin bestand, die Gesellschaft Jesu und die römisch-katholische Kirche als lebensfähige Feinde des Protestantismus zumindest in den nordamerikanischen Kolonien zu disqualifizieren.
Sie wären in der öffentlichen Wahrnehmung keine Feinde mehr und konnten nun persönliche Allianzen schmieden. Die leidenden Priester, die Kanonen von Civitavecchia wurden alle in Amiots Sansu erklärt. Eure Armee, die trainiert ist, eure Pläne nicht zu kennen, wird sich ebenso wenig der Gefahr bewusst sein, in der sie sich dadurch befindet. Ein guter General nutzt dies alles zu seinem Vorteil aus. Aber dazu ist er nur in der Lage, weil er der größten Geheimhaltung operiert, weil er weiß, wie man einen kühlen Kopf bewahrt und er mit Aufrichtigkeit regiert. Gleichzeitig werden seine Männer jedoch ständig durch das, was sie sehen und hören, irregeführt. Er schafft es, dass seine Truppen nie wissen, was sie tun müssen und welche Befehle sie erhalten müssen. Wenn seine eigene Armee seine Pläne nicht kennt, wie sollte dann der Feind sie je durchschauen? In den nächsten Monaten wurden tausende weitere Jesuiten aus den übrigen Bourbonenstaaten Neapel, Parma, Malta und Spanisch-Amerika vertrieben. Die Jesuiten in Französisch-Amerika, Quebec, und Neuengland blieben jedoch unbehelligt, ebenso wie die in Österreich. Im Oktober 1768 schrieb die österreichische Kaiserin Maria Theresia, eine Habsburgerin, ihren Jesuitenvater Pater Koffler, Zitat: Mein lieber Pater, es gibt keinen Grund zur Sorge. Solange ich lebe, haben Sie nichts zu befürchten. Aber Maria Theresia hoffte insgeheim, ihre beiden Töchter mit den bourbonischen Fürstensöhnen zu verheiraten. Caroline mit dem Sohn des spanischen Königs, Marie Antoinette mit dem König Ludwig den 15., dem Sohn König Ludwigs des 15. Bourbonische Botschafter rieten ihr, dass sie sich anderswo nach Schwiegersöhnen umsehen müsste, solange sie ihre Haltung gegenüber den Jesuiten nicht überdenken würde. Die Kaiserin brach ihr Versprechen an Pater Koffler, vertrieb die Jesuiten aus ihrem Gebiet und ihre Mädchen bekamen ihre Ehemänner. Marie Antoinettes Ehe würde jedoch mit der Hinrichtung ihres Mannes Ludwig des 16. im Januar 1793 in der Französischen Revolution enden. 9 Monate später starb sie genauso wie ihr Mann, geköpft von der Guillotine. Dieses Gerät trägt den Namen des französischen Revolutionärs Dr. Joseph Guillotin, der 1792 erstmals die Anwendung der Todesstrafe vorschlug. Und für jeden, der es bis jetzt noch nicht glauben wollte, dieser Dr. Guillotin war übrigens ein ausgemusterter Jesuit. Im Januar 1769 besuchten die Botschafter aus Frankreich, Spanien und Portugal Papst Clemens den 13. und forderten die vollständige und völlige Abschaffung der Gesellschaft Jesu. Clemens forderte ein spezielles Konsistorium des Kardinalkollegiums zur Beratung dieser Frage. Aber als die Kardinäle am 3. Februar zusammenkamen, ging es nicht um das Bourbonen-Ultimatum, sondern um die Wahl eines Nachfolgers für Papst Clemens, denn der 76 Jahre alte Papst war in der Nacht zuvor, Zitat, durch einen apoplektischen Angriff verstorben. So berichteten uns die offiziellen Aufzeichnungen, einem Herzinfarkt, der dem Druck der Bourbonen-Diplomaten zugeschrieben wurde. Heute würden wir wahrscheinlich sagen, er wurde verselbstmordet, weil es gibt Gifte, die man gebrauchen kann, um einen Herzinfarkt scheinen zu lassen. Und die Meister des Gifts sind die Jesuiten. Fast 3 Monate lang stand eine Frage während der turbulenten Konklave im Raum. Wie stellte sich der zukünftige Papst zu den Jesuiten? Die Entscheidung der Kardinäle für Lorenzo Ganganelli war ein Triumph für Lorenzo Ricci. Obwohl Ganganelli Franziskaner war, hatte er mit den Jesuiten als Sonderberater der Inquisition zusammengearbeitet. Sein berühmtes Buch Diatriba Theologica aus 1743 war Ignatius Loyola gewidmet. Außerdem verdankte Ganganelli sein Papsttum buchstäblich Lorenzo Ricci, da es Ricci war, der seine Nominierung zum Kardinal im Jahre 1759, ein Jahr nachdem Ricci General wurde, vorangetrieben hatte. Das können wir nachlesen in der katholischen Enzyklopädie unter dem Artikel Lorenzo Ricci. Fast unmittelbar nach Erhalt des Roten Hutes,
also des Kardinalshutes, hatte Ganganelli Beweise für die Zusammenarbeit mit General Riccis Strategie der allmählichen Abschaffung der Gesellschaft Jesu offenbart. Oxford Book of Popes, also das Oxford-Buch der Päpste, weist auf eine plötzliche und unerklärliche Gewohnheitsänderung hin. Zitat: Kardinal Ganganelli, der bisher als Freund der Jesuiten galt, distanzierte sich nun von ihnen. Ende Zitat. Und jetzt, ein Jahrzehnt später, als er sich Antichrist Clemens XIV. Nannte, präsentierte Ganganelli das, was die katholische Enzyklopädie als scheinbar feindselige Haltung gegenüber den Jesuiten bezeichnet. Eine scheinbare Feindseligkeit, eine theatralische Feindseligkeit, die eine involvierte Loyalität gegenüber der Gesellschaft verdeckt. Das war's. Clemens XIV. Würde alles Nötige tun, um der Gesellschaft zu helfen, den Sieg ohne Kampf zu erringen, selbst wenn es bedeutete, die Gesellschaft augenscheinlich auszulöschen. Selbst wenn es bedeutete, dass er dafür sein eigenes Leben geben müsste. Das werden wir später noch sehen. Die Bourbonen mussten beruhigt werden, koste es, was es wolle. Eilig versprach Clemens Karl III. Von Spanien kommende Dokumente, um der ganzen Welt die Weisheit der Entscheidung Eurer Majestät zu verkünden, die Jesuiten als widerspenstige und rebellische Untertanen auszuweisen. Er versicherte Ludwig XV. Von Frankreich auch einen Plan zur vollständigen Abschaffung dieser Gesellschaft. Am Gründonnerstag 1770 ließ Clemens die jährliche Lesung von In Coena Domini, das ist über das Abendmahl des Herrn, aus. Die Unterlassung der Lesung war eine erstaunliche Aussage. Diese gefeierte Bulle, ja, In Coena Domini, die erstmals 1568 von Antichristpapst Pius V. verkündet wurde, erinnerte die Könige arrogant daran, dass sie nur Vasallen des Papsttums waren. Es gab mal einen General der Jesuiten, oder war es ein Papst, ich weiß es nicht mehr genau, der gesagt hat, die ganzen Könige der Welt, also die Präsidenten, wie zum Beispiel George Bush und jetzt Trump und so weiter, sind alles nur meine Altarjungen. Ja, these altar boys of mine. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ein Papst war oder ein schwarzer Papst, das müsst ihr mir eben vergeben, aber das ist genau, was mich daran erinnert, dass hier eben auch gesagt wird, das erinnert die Könige arrogant daran, dass sie nur Vasallen des Papsttums waren. Altarjungen, nichts anderes. Plötzlich schmeichelte diese Behauptung den königlichen Selbstwertgefühl und lud gekrönte Häupter ein, auf dem antijesuitischen und antikirchlichen Weg zu bleiben, der für die Erfüllung von Lorenzo Riccis geheimen Plänen in England und Amerika so unglaublich notwendig war. Es beweist sicherlich Clemens Beteiligung an der Strategie der vorgetäuschten Schwäche, um das zu verbergen, was Zanzu eine nicht unterbrechbare Ordnung nannte. Die Nichtlesung von der Bulle In Coena Domini läutete die Totenglocke des stark bewaffneten weißen Papsttums ein, wie sie Riccis politischer Theoretiker Justinius Febronius in seinem 1763 entstandenen Meisterwerk On the State of the Church and the Legitimate Power of the Roman Pontiff, also über den Zustand der Kirche und die rechtmäßige Macht des römischen Papstes, berichtete. Entschuldigung, ich habe einen trockenen Hals und muss kurz einen Schluck Wasser nehmen. Mehr als 80 Jahre lang hatte das Papsttum die in Rom lebenden Mitglieder der aus England vertriebenen Stuart-Monarchen als römische Katholiken unterstützt. Nicht nur, dass Antichrist Clemens XIV. Diese Tradition auf ein Minimum reduzierte, nein, er begann sogar 1772 dem protestantischen König Georg III. Und seiner Familie eine sehr sichtbare und herzliche Gastfreundschaft zu gewähren. Das Tableau war für die amerikanischen Protestanten, die damals extreme Schwierigkeiten mit Georg hatten, enorm störend. Da lesen wir auch später noch im Kapitel über König Georg III. Mehr drüber. Die Aussicht über die Wiedervereinigung Englands mit Rom gab ihnen umso mehr Grund, nach dem zu streben,
was Lorenzo Ricci wollte, nämlich die Unabhängigkeit der Kolonien vom englischen Mutterland. Schließlich hielt Antichrist Clemens am 21. Juli 1773 sein Versprechen und unterzeichnete den Schriftsatz Dominus ac Redemptor Noster, das heißt Gott und unser Erlöser. Die Breve oder Bulle, darüber ist bis heute Streitigkeit drüber, ob es eine Bulle oder ein Breve war. Die Breve besiegelte, dass die Gesellschaft Jesu für alle Ewigkeit aufgelöst, unterdrückt und abgeschafft sei, um einen echten und dauerhaften Frieden in der Kirche zu gewährleisten. Alle Ämter, Behörden und Funktionen der Jesuiten wurden für null und nichtig erklärt. Alle ihre Häuser, Hochschulen, Hospizen und alle anderen von ihnen besetzten Einrichtungen wurden hiermit offiziell geschlossen, egal in welcher Provinz oder in welchem Königreich sie sich befinden. Clemens ernannte 5 Kardinäle, einen Erzbischof, einen Bischof, 2 Theologen und andere kirchliche Würdenträger, die Auflösung zu überwachen. Keine der beschlagnahmten Jesuitenakten, Briefsendungen und Konten zeigten irgendwelche nicht belastenden Beweise. Obwohl Lorenzo Ricci nur einen kurzen Spaziergang vom Papstpalast beim Petersdom entfernt wohnte, wurde ihm erst Mitte August die Nachricht zugestellt, also fast einen Monat später. Die Wachen nahmen den General in seinem Büro auf der Piazza del Gesù Nummer 45 in Gewahrsam. Sie haben ihn ein paar Blocks weiter zum englischen Kolleg gebracht. Dort blieb er für 5 Wochen. In England und Amerika geschahen dann Dinge, die Rickys Präsenz im englischen Kolleg außerordentlich bedeutsam machten. Wir werden diese Ereignisse in einem der nächsten Kapitel behandeln. Gegen Ende September wurde Lorenzo Ricci aus der Hochschule zur Engelsburg im italienischen Castel Sant'Angelo gebracht, das wir hier auch im Bild sehen. Hier ist der Vatikan und hier ist die Engelsburg auf rechter Seite. Einer mittelalterlichen Festung, deren dunkle Kellergewölbe auf ein Gefängnis schließen lassen. Seine Inhaftierung war wahrscheinlich weniger erniedrigend, als wir uns vorstellen können, da Sant'Angelo recht elegante Räumlichkeiten enthielt. Häufig verwendeten Päpste diese als bequeme Rückzugsorte vor dem administrativen Stress. Tatsächlich verband ein geheimer unterirdischer Tunnel die Engelsburg mit dem päpstlichen Palast im Vatikan. Es würde im Einklang mit Lorenzo Riccis Position und Strategie stehen, durch diesen Tunnel in persönlichem, geheimen Kontakt mit Clemens dem 14. zu bleiben. Kennt ihr das Motto der Jesuiten? Die römisch-katholische Kirche regiert die Welt. Der Papst regiert die römisch-katholische Kirche. Der General der Jesuiten regiert den Papst. Am 22. September 1774, dem ersten Jahrestag der Festnahme von Ricci in Sant'Angelo, verstarb Antichrist Papst Clemens der 14. Er wurde 69 Jahre alt und hatte das letzte Jahr seines Lebens mit einer schweren Depression verbracht, so hieß es. Mit einer morbiden Paranoia, man würde ihn ermorden. Seine Leiche zerfiel überraschend schnell und nährte Gerüchte über seine Ermordung durch Gift. Gerüchte, die seine berühmten letzten Worte tendenziell bestätigten. Alas, oder leider. Leider, ich wusste, dass Sie, also die Jesuiten, mich vergiften würden. Aber ich hatte nicht erwartet, so langsam und so grausam zu sterben. Gnade, Gnade, ich war gezwungen, es zu tun. Viele Jahre später fragten sich die Historiker, an wen sich Ganganelli wandte mit seinem Ausruf Gnade. An Gott? An einen rachsüchtigen Mörder der Jesuiten? An Ricci? Und vor allem, was war es genau, zu dem er gezwungen wurde? Die Jesuiten abschaffen? Selbstmord begehen? Die endgültige Antwort werden wir vielleicht nie erfahren, denn die persönlichen Papiere und Gegenstände des Papstes zerfielen genauso schnell wie sein Leichnam. Bekannt ist jedoch, dass der Tod von Clemens dem 14. nach den Worten des Oxford Book of Popes, Zitat, das Ansehen des Papsttums auf den niedrigsten Stand
seit vielen Jahrhunderten gebracht hat. Ende Zitat. Genau das hat Lorenzo Ricci für seine amerikanische Revolution gebraucht. Wir untersuchen nun das Dunkel, aus dem die Männer hervorgingen, die den Angriff auf die Gesellschaft Jesu geleitet haben. Es war das gleiche Dunkel, aus dem nicht nur die Engländer kamen, die ihr Königreich in eine verhasste Tyrannei verwandelten, sondern auch die Amerikaner, die eine Rebellion gegen diese Tyrannei befürworteten. Dieses Dunkel nennt sich Freimaurerei und ist das Thema unseres nächsten, des 13. Kapitels des Buches Herrscher des Bösen, nützliches Wissen über Herrschaftsstrukturen, womit heute am 16. Juni diese 25. Lesung zu einem Ende kommt und ich natürlich gerne noch die Schlusskommentare meinen Brüdern, Viktor und Michael zukommen lassen möchte. Und wie gesagt, da Viktor, das ist heute ein bisschen sein Ehrentag zur Vervollständigung dieses Buches, das jetzt veröffentlicht wurde, gebe ich Michael erst das Wort und dann hat Viktor die Ehre, das Video abzuschließen. Bitteschön. Ja, ich kann im Endeffekt dazu nur sagen, dass bei den ganzen Raffinessen, die da immer im Spiel sind, die wir jetzt von Lorenzo Ricci und von den Geheimgängen etc. pp. Da jetzt erfahren, dass wir uns da nicht wundern sollen, dass letzten Endes schon auch wieder wie damals ein Informationskrieg stattfindet. Damals musste er wohl noch in personeller Form ausgetragen werden, also zwischen den einzelnen Machthabern in Form eines unterirdischen Tunnels. Heutzutage geht das alles viel einfacher im Zeitalter der Digitalisierung. Da hat man dann halt abhörsichere Handys oder auch nicht. Und man hat halt noch andere Kommunikationswege, die man dann ganz schnell benutzen kann, um irgendwelche Informationen zu bekommen. Und wer diese Informationen hat, der ist nun mal halt informiert und die anderen halt nicht. Und da reden wir ja sogar von Zeiten vor dem Jahre 1800, wo es eben noch nicht mal da eine regelmäßige Postille gab und wo es noch nicht mal da regelmäßigen Telegrammenverkehr gab und so weiter. Das kam ja alles viel später. Wo es mir noch darum geht, ist, dass es alles so geschickt eingefädelt und es ist auch Augenwischerei so, dass es halt so erscheint mit der tödlichen Wunde, als wenn nun tatsächlich die katholische Kirche inklusive dem Jesuitenorden jetzt im Downfall ist, also im Rückwärtsgang sozusagen, im Niedergang betreffend. Aber dem ist nicht so und deswegen sollten wir vielleicht auch mal die anderen lyrischen Ergüsse von Griesinger und Co. und dem Zeitraffer der Zeit betrachten, dass damals zum Zeitpunkt bis zum Jahre 1900 und die Jesuiten dann als quasi ausgestorben oder keine Gefahr mehr galten und das aufgrund dessen dann vielleicht auch viele Dinge erklärt, die damals geglaubt worden sind und wo dann nachlässig mit umgegangen worden ist, bis dann halt einfach Bismarck kam und bis dann der Kaiser Wilhelm kam und bis dann halt in dem Wirren des Ersten Weltkrieges dann die Jesuiten immer wieder dann quasi immer ein Stück weiter, zum Beispiel in Deutschland, dann restauriert geworden sind. Worum es mir geht, ist, wir sollten vielleicht keine Schuldzuweisung machen der Generation vor uns, denn wenn wir alle, die hier in der Lesung sind und die, die draußen an den Computern und Smartphones dieser Sache lauschen, wenn wir alle kein Internet hätten, um uns heutzutage hier und jetzt zu vernetzen, hätten wir alle diese Informationen trotz Digitalfernsehen, trotz Radio, trotz Zeitung und so weiter auch nicht bekommen. Das heißt, wir haben jetzt im Augenblick die Möglichkeit, uns übers Internet, über Skype und solche ganzen Geschichten zu vernetzen. Diese Möglichkeiten standen uns vor 20, 30 Jahren nicht zur Verfügung und überhaupt nicht den Menschen, von denen wir jetzt gerade reden, von vor 250 Jahren. Und deswegen sollten wir vielleicht mit unseren Vorfahren doch ein bisschen nachsichtig sein. Die konnten immer nur reagieren im Spiegel ihrer Zeit und bei der jeweiligen Informationslage. Und daher gilt nach wie vor meiner Meinung nach, derjenige, der die meisten Informationen hat, der ist am Drücker und der gewinnt auch das Schachspiel. Und mit dem Kommentar gebe ich jetzt weiter zu Viktor, ohne zu vergessen, euch daran zu erinnern, die Bibel lesen zu wollen und zu sollen. Denn da stehen letzten Endes die ganzen Sachen ohne irgendwelche Hintergedanken drin und die erklären sich dann einfach von selbst. Und das ist eigentlich das schönste Zeugnis der Wahrheit, was wir uns dann wünschen können. Und damit gebe ich weiter zum Viktor. Ja, und das ist genau das, was du gerade sagst, was ich jetzt hätte noch zufügen wollen, was die Bibel angeht. Unsere Vorfahren hatten vielleicht nicht die
Vernetzung, die wir heute haben, Internet und soziale Medien, alles, was du angeführt hast. Aber sie hatten die Bibel. Und ein Vorteil gegenüber unseren Generationen, da spreche ich jetzt mal von den letzten 3, 4 Generationen, die jetzt auf dieser Erde verbleiben, hatten die Leute von aus dem 18., aus dem 17. und aus dem 16. Jahrhundert. Sie hatten Glauben. Und den Glauben haben wir heute nicht mehr. Und wenn man die Bibel kennt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, bevor ich an Viktor übergebe, ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich die Bibel kenne, dann brauche ich diese ganzen Lesungen gar nicht. Dann weiß ich, an wen ich mich halten muss. Und dann weiß ich, dass ich mich nicht an irgendetwas in dieser Welt klammern darf. Dann weiß ich, dass ich mich nicht an die Regierung wenden kann und Gerechtigkeit oder Hilfe, aufrechte Hilfe erwarten kann. Dann weiß ich das, dann habe ich die Bibel. Und die Leute direkt nach der Reformation, die hatten endlich nach all diesen ganzen dunklen Jahren des dunklen Mittelalters die Bibel. Die haben wir heute auch, aber wer liest sie denn? Und das ist doch das Problem, Michael, auf das wir immer wieder hinweisen müssen. Deswegen mache ich immer wieder zum Ende meines Videos den Aufruf, unterstützt von dir, unterstützt von Viktor, lest eure Bibel. Nur da finden wir die einzige uns wirklich weiterbringende Wahrheit drin. Und dann gebe ich jetzt ab an Viktor. Ja, vielen Dank. Ich habe auch gerade gedacht, also das Stichwort, was jetzt mir noch so einfällt, ja, Informationszeitalter, ne? Das wird ja häufig immer so verwendet und gebraucht. Ja, sicherlich haben wir heute mit einer riesengroßen Flut an allen möglichen Arten von Informationen und dann natürlich auch noch diesen, ja, Unterhaltungsfaktor oder wie nennt das, das nennt man ja auch heute Infotainment, denke ich auch zum Teil. Da hat sich ja auch schon wieder was Neues kreiert. Ja, wir sehen, denke ich, auch heute wieder ganz gut jetzt, was du ja kurz auch angesprochen hast, beziehungsweise was wohl auch der Tapasorsi so, ja, diese These so aufstellt zwischen den Zeilen, dass eben damals der Lorenzo Ricci dafür Sorge getragen hat, dass die Gesellschaft Jesu im allgemeinen oder in der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung eben so ein bisschen verschwindet oder als, sage ich mal, harmlos sich darstellt. Ja, wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf. Erinnerst du dich noch an unsere Lesung, wo wir über die Carols ein wenig dichter reingegangen sind? Ja. Von dieser Webseite von dem Carol Carter stand da drin, die Carols sind als Gründungsväter der Vereinigten Staaten unter dem Radar geflogen. Und genau das war die Beabsichtigung des ganzen Verbietens des Jesuitenordens, dass der Jesuitenorden zukünftig unter dem Radar fliegt. Und das haben sie gemacht. In all den Jahrzehnten oder fast Jahrhunderten seit ihres Verbotes bis Anfang des 21. Jahrhunderts. 2013 kamen sie triumphierend auf einmal aufgetreten, indem sie den weißen Papst bestimmt haben. Mario Bergoglio, Papst Franziskus, den wir heute noch haben. Damit sind sie auf einmal aus der Deckung rausgekommen, über die sie sich seit ihrem Verbot 1773 getarnt haben. Und jetzt du. Ja, genau. Ich denke, der Punkt ist hier die öffentliche Wahrnehmung, der jetzt damals, in dem Fall jetzt Amerika, ich sag mal, schlussendlich, was wir auch in der vorigen Lesung schon mal thematisiert hatten, eben auch zur Folge hatte, dass damals bei der Unabhängigkeitserklärung auch da die Religionsfreiheit dann auch wieder in Amerika praktiziert werden konnte und Katholiken in Ämter auch oder Tätigkeiten in Ämtern auch ausüben konnten. Öffentliche Ämter bekleiden konnten und ihre Messe halten genau, konnten. Genau, und die Messe halten, ja. Richtig. Ja, wie wir sehen, hat das dann letztendlich damals schon ja wieder eine, wie soll ich es nennen, eine, ja, ein Plan oder eine Art, ja, Bewegung, oder ja, nicht Bewegung, aber man hat damals schon dafür Sorge, was ich jetzt sagen will, ist nur, man hat schon vor, Jahre vorher schon diesen Plan geschmiedet, eben, dass man wohl auch die Öffentlichkeit dahingehend ein wenig täuscht über die, ja, dann Gefahren, die dann letztendlich mit den Jesuiten und mit der römisch-katholischen Kirche in Amerika dann Einzug hält. Und wir werden das auch im Zuge der nächsten Kapitel auch weiter, wird das auch thematisiert und dahingehend auch wird, ja, ich sag mal auch so diese damals schon zu Zeiten
nach der oder kurz vor der Gründung der Vereinigten Staaten, wie man eben in der Öffentlichkeit versucht hat, die Meinung zu beeinflussen oder eine Meinung überhaupt, die dann in der Öffentlichkeit auch weitestgehend so akzeptiert und angenommen wird. Und ja, ich fand es heute auch wirklich sehr interessant, jetzt noch zum Abschluss kurz die Lesung. Also hat mir unheimlich Spaß gemacht, das alles zusammen auch nochmal so ein bisschen, ja, wir haben ja auch das wieder heute so ein bisschen in den Fokus gerückt, unsere Zeit, womit wir auch ja dazu tun hatten, eben diese sozialistischen Strukturen auch. Da wissen wir ja auch jetzt, das hat schon einen Ursprung, oh Gott, ja auch wieder Jahrhunderte vor unserer Zeit. Und ja, es ist immer wieder faszinierend jetzt auch, je mehr man in der Bibel liest, wie weit es der Teufel treibt mit eben mit dieser Informationsflut und Menschen eben zu täuschen und uns davon abzuhalten, in der Bibel zu lesen, wo nun mal die einzige wahre Wahrheit drin steht und uns der Schöpfer, der hier alles geschaffen hat und uns seinen einzigsten, ja, eingeborenen Sohn Jesus Christus gesandt hat, um eben uns Menschen, die in Sünde geboren sind, das sind wir so nun mal, kommen hier nicht perfekt auf die Welt, und der uns das Geschenk gegeben hat des ewigen Lebens. Und ja, damit möchte ich dann auch meine Worte beenden oder mein Kommentar. Lest eure Bibel. Maranatha.